Oh, hallo, was macht denn ihr hier auf meiner Nintendo Switch? Naja, wenn ihr hier seid, das ist eigentlich ganz gut, dann können wir doch direkt zusammen Snifferclips spielen. Denn dieses Spiel ist eigentlich ein Koop-Spiel, hat allerdings keinen Online-Multiplayer. Was bedeutet? Ich habe keine Freunde im Real Life, mit denen ich das spielen kann. Es hat nur einen lokalen Koop und all meine Freunde erreiche ich nur übers Internet. Naja, vielleicht mal irgendwann mit jemandem von meiner Familie, aber naja, Leute, wir spielen Snipperclips. Das Spiel finde ich eigentlich, es sieht sehr, sehr cool aus. Und die Idee hinter dem Spiel finde ich eigentlich auch echt cool. Sommer hat dazu schon ein Video gemacht. Deswegen schau doch da einfach direkt jetzt vorbei, denn ich werde einfach da weitermachen, wo er aufgehört hat. Also ich habe die ersten Level gespielt, sobald wie er gekommen ist. Und ja, da spielt auch Tutorial und alles. Also wusch, auf den Sommer und dann zack, wieder zurück. Oh, da seid ihr ja schon wieder. Das ging aber schnell. Sowas aber auch. Für mich ist nicht mal eine Sekunde vergangen. Aber Maudado, was ist denn überhaupt Snipperclips? Die meisten werden es jetzt wissen, für die, die es immer noch nicht wissen. Ach, Leute. Snipperclips ist ein Koop-Puzzlespiel, was man auch alleine spielen kann, heißt. Ich spiel's alleine. Und es geht darum, wir sind diese zwei Figürchen. Wir sind das pinke Ding oder das pinke Figürchen. Und wir können uns drehen. Und hüpfen und wir können natürlich auch wechseln, weil wir sind ja keine zwei Personen, heißt, wir können beide steuern. Und was wir quasi können, ist, wir können uns drehen, aber wir können auch vom anderen ganz, ganz vorsichtig was abschneiden. Zack, 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 zack. Oh Gott, und dann ist fast nichts mehr von ihm übrig. Und wenn man ganz unvorsichtig ist, dann stirbt der Pinke einfach. Genau, und in dieser Mechanik muss man verschiedene Rätsel lösen, wie zum Beispiel. Hier ist das Ziel, wir sehen da oben rechts einen Ball. Und dieser Ball muss da unten, also oben links haben wir so einen Ball mit Sternchen. Und dieser Ball muss nach unten rechts in dieses Ding rein. Pro Level ist es immer ein unterschiedliches, ja, ein kleines unterschiedliches Ziel, was man hat, aber man erkennt es quasi immer gleich. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach hüpf, zack, den Hebel betätige, dann öffne ich die Tür. Und wenn ich zack mache, ja, dann lache ich erstmal. Ich muss sagen, die Animationen sind alle richtig lustig. Und dann kommt hier der Affe, greift mich. Und wenn einer von uns beiden jetzt da nach oben kommen würde, könnten wir den Ball, glaube ich, einfach runterschubsen und dann hätten wir das Rätsel gelöst. Das ist die Sache. Und Maudado, wie machen wir das jetzt? Wie kommen wir da jetzt durch? Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht müssen wir die Abschneidmechaniken benutzen. Wartet, Leute. Ich muss sagen, die Gesichter und alles sind immer richtig lustig bei diesem Spiel. Also wir machen hier einfach mal, ich denke mal, wir machen hier einfach mal so zwei Kerben rein. Und dann können wir eigentlich auch einfach, zack, den Herrn Affen holen. Und den dann hier, oh nein, nachkorrigieren. So, zack, Affen holen und das dann rüberschicken. Ach Leute, dieses Spiel. Hä? Warum komme ich nicht durch? Ach so, ich muss hier. Nein, nein, nein. Hier, zack, geh auf den. Geh hier drauf. Nein, nein, ich wollte. Ach man, nichts läuft wie geplant. Ich hätte einfach draufbleiben müssen. So, laufen wir nochmal hinterher, bleiben diesmal auf dem Knopf. Wir wissen ja jetzt, dass man nicht vom Knopf runter darf, weil sonst die Tür zugeht und da dürfen wir nicht durch. Und jetzt, zack, sind wir hier oben und können es einfach runterschubsen. Oh, guck mal, wie wir uns gefreut haben. Sind wir nicht cool? Wir sind schon ein cooler Trupp. Und davon gibt es ganz viele verschiedene Level. Es ist immer so, man muss fünf Level. Also, ihr seht gerade hier, wir haben hier blaue Level und dann nochmal rote Level. Und hier schalten wir dann irgendwann Level frei, wenn wir 10 Level von denen allen gemacht haben. Und deswegen machen wir einfach nur so ein Ball-Level. Beim Ball-Level ist immer das Ziel, den Ball durch den Korb zu bringen, soweit ich es verstanden habe. Beziehungsweise habe ich erst so ein Level gespielt, aber ich nehme einfach mal an, das wird eine Regel. So, was müssen wir hier machen, Maudado? Müssen wir etwa den Ball? Können wir den Knopf drücken, ohne dass wir irgendwas von uns abschneiden? Nee, ich glaube, wir müssen schon mal. Hier ist schon mal das erste Rätsel. Wir müssen etwas von uns abschneiden. Hä? Und zack. Und abgeschnitten. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Knöpfe zu drücken. Eine neue Möglichkeit. Eine neue Fähigkeit entdeckt. Ah, okay. Und jetzt. Was passiert, wenn ich den Knopf nochmal drücke? Okay, es wird wieder dahin gesteckt. Jetzt müssten wir. Natürlich den Ball irgendwie weiter befördern. Und dafür benutzen wir natürlich einfach den da. Zack. Oh nein! Okay, so einfach ist es dann doch nicht. Oder wollen wir den einfach hier unten liegen lassen? Die Frage ist, also ich habe mir gerade überlegt, eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir den auffangen, den Ball, und dann einfach übertragen. Allerdings frage ich mich halt, ob das überhaupt. Ah nein! Möglich, okay. Naja, wisst ihr was? Wir verwerfen den Plan. Ich gehe hier rüber.
Der dreht sich weiter, wenn ich switche währenddessen. Zack. Und jetzt muss ich so... Warte. Wir machen das ganz geschickt. Nein, Ball. Oder kann ich jetzt einfach springen? Zack. Ach, das Gesicht. Nein, ach, blöder Korb. Warte. Nein. Ach, Mann. Leute, das ist gar nicht so einfach alleine. Glaubt mir, mit Freunden wäre das einfacher. So, okay, gut. Und jetzt springen wir. Nein. Ach, wisst ihr was? So, keine Lust mehr. Wir machen einfach das Gehirn weg. Braucht man sowieso nicht. Okay, und dann legen wir einfach den Ball. Komm hoch, Ball. Da hoch. Genau. Oh nee, bleib da oben. Der Ball ist richtig süß. Alles in dem Spiel ist richtig süß. So, okay, warte. Gehen wir einfach mit hoch. Warte. Ich komm da hoch. Nein. So, okay. Halbwegs. Das eine Bein lasse ich hängen. So, und dann machen wir hier so. Zack. Und dann lassen wir den Ball durch. Los, Ball, du darfst rüber. Oh, perfekt. Das ist echt gut, muss ich sagen. Und dann müssen wir nur noch... Nein! Blöder Ball. Gerade eben habe ich dich noch süß genannt. Ach nein, das geht ja richtig einfach. Ach nein. Obwohl, ist das Netz im Weg oder schafft man es durch die Konstruktion? Oh, man schafft es durch dieses Okay. Und switchen. Und reparieren. Man kann sich nämlich auch reparieren. Das ist die geheime Fähigkeit. Zack. Ducken. Springen und... Nein! Ach, obwohl, ich kann über ihn drüber laufen und dann springen. Okay, wir müssen auf ihn drauf. Zack. Okay, switchen. Ganz vorsichtig darüber. Oh. Nicht so gucken. Wir schaffen das. Switchen. Und... Nein! Hier rüber. Ja, komm schon. Ja, wir haben es geschafft. Oh Gott, was eine Tortur. Dich kill ich. Nee, das war keine Absicht. Er ist weg. Und was hab ich getan? Spielen wir als nächstes das mit dem Gebirge. Denn da sieht man die nächste Variante der Aufgabe. Und zwar darf man mit seinem Mitspieler, der ich bin, ich darf mit mir selbst ein Gebirge ausschneiden. Und das ist eigentlich ganz lustig, oder? Zack, schneiden wir hier ein Stück ab. Ja gut, wir müssen uns selbst dafür hier gerade in dem Level nicht abschneiden, aber ich denke, es werden bestimmt noch Level kommen, wo man sich selbst bearbeiten muss, damit das hier funktioniert. Zack. Und dass da Klippen auch mal weg. Und weißt du, der Gelbe darf auch ein bisschen mitmachen. Du darfst auch mitspielen, keine Angst. Ja, guck mal, wie er schelmisch grinst. Jetzt grinst er aber nicht, jetzt grinst du auch nicht mehr schelmisch. Ach, diese Gesichter ultra lustig. Okay. Wir haben schon geschafft. Ein Gebirge. Hui, da kommen auch immer so Animationen. Das ist eigentlich echt cool. Was passiert? Da ist man, wenn man fertig ist. Geschafft. Sehr gut. Ja gut, das war jetzt eigentlich nicht schwer. Noch ein Level und wir können die nächsten freischalten. Was gibt's noch? Irgendwas mit Bällen will ich jetzt nicht unbedingt. Okay, gut, nehmen wir das mit dem Anspitzen. Was auch immer wieder da machen müssen. Das kenne ich schon. Also das kenne ich, weil ich schon das Level gespielt habe und weil ich Zombie gesehen habe. Okay, folgendes ist der Fall. Wir müssen einfach hüpfen. Zack. Oder? Ach nein, wir müssen gar nicht hüpfen. Nee. Wir müssen hier drüben hüpfen. Allerdings müssen wir dann was machen mit dem Ding, was da runterfällt. Da fällt nämlich ein Bleistift runter. Den können wir natürlich, denke ich, wiederholen. Ja, genau. Und der muss jetzt angespitzt werden. Dafür müssen wir natürlich... Warte, können wir das eigentlich machen? Obwohl, warum sollten wir es machen, ohne etwas zu bearbeiten? Ist ja irgendwie sinnlos, wenn es diese Mechanik gibt. Wegschneiden. Zack. Obwohl, wie schneide ich das am besten weg, damit ich da ein Stück... Jetzt muss ich aber überlegen. Nochmal reparieren. Wollen wir einfach... Und machen wir einfach hier so ein Ding rein. Hier, zack. Wir nehmen einfach ein bisschen was weg. Und jetzt drehen wir uns, dass der Bleistift da so reinfällt. Genau. Und drücken den Knopf. Hüpf. Zack. Und... fast. Ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr so machen, dann dürfte es funktionieren. Und hüpfen. Ja, perfekt. Nein! Aber wenn ich durchrenne, dann funktioniert's. Also noch einmal.
Obwohl, kriegen wir das noch hin? Wartet. Das dürfen wir eigentlich noch hinkriegen. So. Dann muss erstmal gewechselt werden und du musst... Nein, nein, nein. Okay, dann doch nochmal zurückgewechselt. Nein. Und der Gelbe muss auf die andere Seite. Ja. Und dann können wir so machen. Und hier drauf hüpfen. Und dann hier reinschieben. Jetzt wird ge... Jetzt wird der Stift angespitzt. Ja, dann haben wir auch das letzte Level von der ersten Ebene freigeschaltet. Das ist ja cool. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich denke mal, das wird wie das andere Level, was man davor freischalten musste, sein. Ja, genau. Wir müssen uns hier drehen. Also, die Sache ist, wir haben da unten Eulen. Ach, dieses Gesicht beim Drehen. Ach, wir haben da unten die Eulen, die bewegen sich genauso wie unsere kleinen Clippers oder wie auch immer wir die nennen wollen. Zack, und wenn wir die bearbeiten, dann werden die auch bearbeitet. Heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, zack, einfach so ein Ding schneide, dann können wir einfach, ja, genau so uns hier drehen. Und wenn wir jetzt hier den Knopf einfach drücken, ja, habe ich mir schon gedacht, dann kommt, oh, hä? Eigentlich war das doch richtig. Oder hat das die falsche Farbe? Ach, das hat, glaube ich, die falsche Farbe, oder? Ja, okay. Die Sache ist nämlich, anscheinend muss das blaue Ei in die blaue Schale. Mordado lernt gerade Videospiele, aber ich glaube, das Beste wäre eigentlich, wenn wir dafür hier heile sind. Und ich glaube, wenn ich die Fläche hier abschneide, dann sollte das eigentlich ganz gut... Funktioniert es dadurch besser? Obwohl, eigentlich ergibt das nicht wirklich Sinn. Obwohl, auch wenn es keinen Sinn ergibt, wir bekommen das schon hin. Und zwar, indem wir einfach das darüber drehen. So, Ei, geh darüber, perfekt. Seht ihr, klappt doch alles. Zack. Und dann, obwohl, wenn wir jetzt das reparieren, warte, geht dann das Ei kaputt. Oh, ne. Oh, Lifehacks mit Mordado. Einfach weil, oh Gott, die Eier können auch kaputt gehen. Heißt, da muss man eigentlich vorsichtig sein. Ist eigentlich empfohlen, vorsichtig zu sein. Allerdings... Nicht bei Mordado. So. Okay. Ganz vorsichtig. Und ab, zack, in die Schale. Oh Gott, und dann müssen wir das nur noch mit der anderen Seite machen. Und dann... Oh, komm schon. Oh Gott, sei Dank, jetzt nicht kaputt gegangen. Ja! Ach, die Eulen haben... Oh Gott! Obwohl das dürft. Geht das schwerer? Ich überlege gerade. Weil eigentlich... Okay, jetzt könnten wir vielleicht was abschneiden. Wäre wahrscheinlich ganz gut. Obwohl, brauchen wir auch nicht. Ist ja eigentlich genau dasselbe. Wir brauchen nur ein bisschen Mechanics. Und... zack! Oh Gott. Oh, es hat überlebt. Na gut, dann einfach auf der anderen Seite. Nein! Oh. Okay. Oh, ja! Oh Gott sei Dank. Und was kommt jetzt als letztes? Es sind anscheinend immer drei Dinger. Okay, das ist doch eigentlich sogar noch einfacher. Zack. Und hier rüber. Okay. Aber jetzt müssen wir ja irgendwie anscheinend auf das große Pinke draufkommen. Okay, schneiden wir einfach so ein bisschen ab. Dadurch kriegen wir mehr Kanten und kriegen das hier rüber. Und jetzt müssen wir natürlich schauen. Wartet. Okay, und zwar möchte ich einmal bitte hier abschneiden. Zack. Oh, ist das anscheinend weh. Okay, und jetzt drehen wir... Oh, hoffentlich funktioniert... Komme ich da überhaupt rüber? So, komm, schaffe ich das? Ja, okay, wir haben es geschafft. Und jetzt ganz... Oh Gott, das ist so eine Spitze. Oh nein. Geht das auch überhaupt gut? Oh ja, wir haben es geschafft. Puh. Ich muss sagen, diese Level hier sind echt nicht meine Lieblingslevel. Da fand ich das erste auch schon ein bisschen... Hä? Wie, ich habe die andere Seite... Ich habe doch die andere Seite schon gemacht, oder? Nee, habe ich nicht. Oh. So, und jetzt muss ich hier, zack, so ein kleines Ding reinschneiden, genau. Und ein bisschen weiter hier rein noch und... Okay, so. Warte, jetzt lege ich das da rein. Genau. Und jetzt... Alter, Mordado. Sieht ja sogar aus, als hättest du Ahnung, was du da tust, obwohl du das nicht hast. Okay. Aber ich muss sagen, ich glaube, die Level machen zu zweit mehr Spaß, weil man beide Charaktere gleichzeitig steuern kann. Und ich glaube, das hilft doch ein bisschen. Weil ich hatte gerade das Gefühl, oh, neue Welt freigeschaltet, dass das auf jeden Fall lustiger wäre. So, wir haben eine neue Welt freigeschaltet. Das war die erste Welt, neckische Notizen. Und die zweite Welt ist radikal retro.
Aber ich bin ja mal gespannt. Da spielen wir, denke ich, noch ein Level. Und dann war es das auch wahrscheinlich. Was haben wir denn hier? Was wollen wir denn Verrücktes machen? Hier hat's. Sind das Frösche? Wollen wir Frösche oder Fische oder doch ein Schlüssel? Ich bin, glaube ich, fast für die Frösche, muss ich sagen. Was das Frösche sind. Sind die Frösche? Hallo? Oh, ich habe den geschubst. Hallo? Was machst du da unten? Oh. Okay. Ach so, der fällt da durch den Boden durch. Ah, okay, und wir müssen wahrscheinlich, wartet, müssen, ja, da oben wird es ja sogar angezeigt, wir müssen den Frosch zu seinen Verwandten bringen. Und was ist das da? Was ist da für eine Ecke am Boden? Kann ich da einfach, ja, da kann ich einfach drüber. Okay, dann machen wir ja, dann sperren wir den erstmal hier ein. Machen wir Folgendes, dann schneiden wir, damit wir den besser transportieren können, hier so ein Dings rein. Wartet. Wie wollen wir das machen am besten? Wollen wir so machen? Und dann können wir eigentlich... Oh nee, das Problem ist, wenn der hüpft, oder? Oh Gott, oh Gott. Sei mir doch vorsichtig! Das ist gefährlich, was du da tust! Warte, ich müsste ihn irgendwie einsperren, um das besser zu machen. Nein! Okay, okay, wir lösen das mal jetzt gewollt. Also, wir müssen da irgendwie so eine Ecke reinbekommen, dass wir den richtig gefangen nehmen können, dass er nichts mehr machen kann. Wie machen wir das am besten? Ich glaube, das können wir am besten machen, indem wir zwei Formen kombinieren. Das wollte ich eh mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Also, das bedeutet, wir müssen, zack, genau so machen. Dann müssen wir uns erstmal ducken, dann geht er nach oben. So, und dann schneiden wir hier unten was ab. Und so, genau. Und wenn wir jetzt wieder wechseln und jetzt einfach hier abschneiden. Genau, dann haben wir da so eine richtig gute Form für. Warte, so, wechseln wir nochmal die Seite. Und dann fangen wir den jetzt damit. Ich habe eine Form für dich gebastelt, lieber Frosch. Geh da rein. Nein, 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 geh doch da rein. Ich muss aus dem unteren, glaube ich, eine... Obwohl, kann ich ihn fangen? Ich hab ihn. Nein, er ist auf dem anderen. Okay, ich fange jetzt. Komm. Spring. Genau. Und jetzt drehen wir das. Und jetzt ist er gefangen. Ja, Frosch, was machst du jetzt? Okay, jetzt machen wir den so hin. Und jetzt springt er hier die ganze Zeit. Dann ist er wechselbar. Und jetzt müssen wir das Ding hier öffnen. Anscheinend können wir das einfach... Ja, das können wir einfach aufziehen. Zack. Und dann wechseln wir. Und dann müssen wir wahrscheinlich hiermit einfach ein bisschen springen. Im richtigen Moment. Los, Frosch! Und vielleicht... Oh. Okay. Ach, wer hat da gerade gesprungen? Er muss auf... Ja, so müsste richtig sein, oder? Oh, ich könnte halt einfach, wenn ich zwei Spieler wäre... Nee, es hat geklappt. Hätte ich halt einfach rechtzeitig zumachen können. Gut gemacht. Ja, wir haben den Frosch gerettet. Aber ich muss sagen, es war gerade lustig. Ich will doch noch ein Level spielen. Eins geht noch, Mordado. Du kannst doch noch... Jawohl, Fische? Oder wollen wir doch jetzt was Technisches? Zahnräder sind eigentlich interessant. Oder Herzen? Ganz viel Herzen? Oder doch Dreh am Rad? Oder Steck... Das ist halt gerade das letzte Video fürs Video. Schlüsselerlebnis. Schlüsselerlebnis klingt so... Das klingt schon nach einem Erlebnis. Leute, da erwarte ich jetzt aber auch ein Schlüsselerlebnis. Wenn da nicht drin ist, was drauf stand... Oh, was ist denn unser Schlüsselerlebnis? Ah. Okay, oh Gott. Okay. Wir haben Schlüssel und... Ah, wir müssen die da rein... Ach, das sind zwei verschiedene Schlüssel. Warte, wir können nochmal. Zack. Ja, das sind zwei verschiedene Schlüssel. Und jetzt müssen wir den irgendwie da reinbuxieren. Heißt... Oh Gott. Heißt, wir machen, glaube ich, wieder genau dasselbe. Wir machen mit dem eine Form, mit der wir dann quasi eine Negativform machen. So, zack. Ach, vor allem sieht es richtig lustig aus, weil sie jetzt ein großes Teil geben. Genau, und jetzt gehen wir hier rüber, um gleich den Knopf zu drücken und fangen mit dem das auf. Zack. Okay, das hat erstaunlich gut geklappt. Das überrascht mich jetzt doch. So, und jetzt die Frage. Brauche ich noch... Ich glaube... Ah, nee, es hat so rum funktioniert. Okay, jetzt müssen wir das irgendwie drehen. Weil jetzt muss ich mit der anderen Schlüsselseite da rein, weil das hat ja die andere Schlüsselform. Wie drehen wir das am besten? Oh Gott. Hier, nimm mal.
Er bräuchte halt auch so eine Form in der Theorie, aber ich kann ihm keine solche Form verpassen gerade, oder? Warte. Ich könnte halt höchstens... Nein! Hä? Wartet. Hier kriege ich ihn da ganz langsam rüber. Zack. Okay, okay, wir haben den Schlüssel schon mal oben, ist die gute Sache. Kann ich den jetzt irgendwie... Hä? Das war keine Absicht. Ich hab's geschafft. war so geplant. Ja gut, das war Snipperclips. Ich muss sagen, das Spiel finde ich extrem... Eigentlich extrem cool. Ich bräuchte jetzt nur noch einen Online-Koop. Dann wäre es quasi perfekt für mich. Oder, wie gesagt, ich bin schon irgendwen. Vielleicht mit meinen Geschwistern? Spielt man mit seinen Geschwistern Computerspiele? Ich glaube, das kann man machen. Ja gut, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss.